Wir fragen uns immer, was ist aus dem gesamten Fidelio geworden? Warum haben wir die Ouvertüre nicht? Ich hatte zwei Spekulationen. Es hatte ja die zwei Nierenmikrofone vor dem Orchester. Und wenn der Vorhang geschlossen ist, war hier eine sehr, sehr geringe Nachhallzeit. Also klanglich war das sicher schwer beeinträchtigt und auch die Durchmischung des Orchesters nicht gut genug. Vielleicht hat das der Musikabteilung oder der Kulturabteilung nicht gefallen. Oder Calbert selber wird gesagt haben, das können wir als Einzelstück, als Ouvertüre nicht verwenden. Das ist künstlerisch und technisch nicht optimal. Das ist der Nachteil oft in Opernhäusern mit geringer Nachhallzeit. Nicht in allen südlichen Ländern ist die Nachhallzeit immer nur 1,2, damit der Chor gut verständlich ist. Bei uns der Tendenz 1,6. Und das heißt also, mit geschlossenem Vorhang ist das Theater zu trocken. Das ist natürlich nur eine Einnahme. Das andere, bei offenem Vorhang und bei offener Bühne hatten wir schon eine Nachhallzeit bis 1,2, 1,4. Und das war für das gesamte Stück sicher angemessen. Als wir vor einem Jahr diese Aufnahmen mit Gerhard Steinke im Großen Haus in Dresden gemacht haben, da haben wir noch viel gemutmaßt. Was wir damals nicht wussten, ist, dass durch einen klassischen Zufall, einen ganz, ganz großen Zufall, die Fidelio-Ouvertüre auftauchen würde. Und das kam so. Ich habe weiter recherchiert, habe neue Projekte überlegt für unsere Semperoper-Edition und habe mich einfach mal beschäftigt mit dem Opernkapellmeister Rudolf Neuhaus. Der war in den 50er Jahren, 60er Jahren, der, wir würden heute sagen, der erste Kapellmeister nach dem Chef. Und der Rundfunk der DDR hat mit ihm eine Radiosendung gemacht, hat ihn interviewt. Und zwar deshalb, weil die Wahlen der DDR 1963 anstanden und er Mitglied der DDR-Wahlkommission war. Ja, ich war schon geneigt, das Ganze wieder wegzulegen und habe dann doch näher hingehört. Es war also eine der üblichen Sendungen, die es in der Wahlvorbereitungszeit so gab. Und auf einmal wurde ich stutzig, weil sich der Opernkapellmeister die Fidelio-Ouvertüre wünschte. Und ich wurde natürlich noch stutziger, als die dann auch wirklich kam, aber kein Dirigent angesagt wurde. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Seltsames, dass man einfach die Künstler weglässt. Wiederum auch nicht. Ich war natürlich in dem Moment euphorisiert, weil wir ja wissen, dass nur dann die Dirigentennamen oder Künstlernamen weggelassen wurden, wenn es sich um Künstler handelte, die entweder die DDR verlassen hatten oder die politisch in Ungnade gefallen waren. Und das möchte ich doch jetzt gerne mal vorführen und das spielen wir einfach mal ein, diese Sequenz des Rundfunks der DDR von 1963. Sie sagten schon, Sie sind delegiert worden von Ihrem Betrieb, von Ihrem Orchester und allen dazugehörigen Institutionen. Und es wäre doch jetzt ganz schön, wenn wir eine Aufnahme mit diesen Ihren Kollegen, mit Ihrer Kapelle, der Staatskapelle Dresden, jetzt hier an diese Stelle anschließen würden. Ja, es wäre gut, wenn man aus dem Fidelio, dem hohen Lied des Humanismus, der einzigen Oper Beethovens, jetzt vielleicht die Ouvertüre hören könnte. Dass es sich um eine Aufnahme im Klangbild der späten 40er Jahre handelte. Erkennbar an den typischen Vorechos, die hier zu hören sind. Ich habe dann sofort recherchiert in der Datenbank weiter, im ARD-Archiv, und stellte fest, dass bis 1959 in Dresden kein Beethoven weiter produziert oder aufgenommen worden war. Dass also im Prinzip vieles darauf hindeutete, dass das womöglicherweise die Aufnahme sein musste, die unserem Fidelio fehlt, unserer Originalübertragung. Ich habe dann eine Kopie gemacht und habe sie an den Sohn des Dirigenten Keilbert geschickt, an Dr. Thomas Keilbert, an Musiker, die damals im Orchester mitgespielt haben, an Reinhard Ulbricht, an den Musiker Klaus Heinze und natürlich an den Tonmeister der Aufnahme Gerhard Steinke. Und Sie können sich nicht vorstellen, als nach äußerst aufmerksamen Zuhören. Klaus Heinze sagte,
das ist ein Keilbert, das ist unser Keilbert, hundertprozentig, das ist der Fidelio, das ist die Live-Übertragung zur Eröffnung des Großen Hauses in Dresden. Eine größere Freude, ein größeres Geschenk für eine solche Edition kann man wohl schwer kriegen.